Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu diesem digitalen Gottesdienst. Zwischen Ostern und Pfingsten gibt es einen Sonntag, der heißt Sonntag Kantate. Das ist die Aufforderung, singt. Und so ist auch dieser digitale Gottesdienst eine Einladung, das Singen zu entdecken. Ja, der uns das Singen schenkt, unsere Schöpflichkeit, eben den Atem, dass wir uns so ausdrücken können, in seinem Namen sind wir versammelt, im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Das war groß und wunderbar. Sieben Engel, die hatten die letzten sieben Plagen, denn mit ihnen ist vollendet der Zorn Gottes. Und ich sah, wie sich ein gläsernes Meer mit Feuer vermengte und die den Sieg behalten hatten über das Tier und sein Bild über die Zahl seines Namens. Die standen an dem gläsernen Meer und hatten Gottes Hafen und sangen das Lied des Moses, des Knechtes Gottes und das Lied des Lammes. Groß und wunderbar sind deine Werke, Herr. Allmächtiger Gott, gerecht und wahrhaftig sind deine Wege, du König der Völker. Wer sollte dich, Herr, nicht fürchten und deinen Namen nicht preisen? Denn du allein bist heilig. Ja, alle Völker werden kommen und anbeten vor dir, denn deine Urteile sind offenbar geworden. Lobe den Herrn, Halleluja.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, es ist ein ganz menschliches Bedürfnis, dass wir uns im Leben ausdrücken, das, was in uns ist, an Empfindungen, an Werten, an Erlebnissen, dass wir das in irgendeiner Form zum Ausdruck bringen. Und da gibt es wohl unendlich viele Formen, das zu machen. Eine Form, sein Inneres auszudrücken, was in den letzten Jahren und Jahrzehnten Mode geworden ist, was es früher so nicht gab, ist eben, dass Menschen sich tätowieren lassen. Früher war das sozusagen den Seeleuten vorbehalten, man hat das selten gesehen. In den letzten Jahren und Jahrzehnten ist das quer durch die Bevölkerung üblich geworden, kleine oder große Tattoos, mit großen und kleinen Tattoos seinen Körper zu verzieren. Und das sind ja dann Namen oder es sind besondere Zeichen oder es sind Bilder, aber in jedem Fall solche Grafiken, die einen Bezug zur eigenen Identität, zur Geschichte haben. Manchmal, wenn zum Beispiel irgendwelche Ziffern aus Star Wars sind, dann kann man das, wenn man in diesem Thema drin ist, ja auch so gar nicht verstehen. Es ist eben Ausdruck der eigenen Persönlichkeit, sich tätowieren zu lassen. Eine andere Art, für uns ganz geläufig, sich auszudrücken, ist eben, dass wir etwas schreiben. Es gibt Schriftsteller, die können Romane schreiben und sie drücken eben in faszinierender Weise das, was in ihnen ist, aus. Also das ist wohl eine Art, die durch nichts übertroffen werden kann. Wieder andere Menschen drücken ihr Inneres aus, indem sie malen. Sie malen Bilder und können so ihre Empfindungen nach außen tragen. Wenn wir an ganz große Maler denken, ich denke zum Beispiel an den niederländischen Maler Van Gogh, dann hat man hier einen Menschen vor sich, der Furchtbares erlebt hat und Wunderschönes erlebt hat, voll von inneren Spannungen war und all das hat er in seinen Bildern ausgedrückt. Und die Bilder, die in den letzten Monaten und letzten wenigen Jahren seines Lebens entstanden sind, die heute unerschwinglich sind, die drücken eben seine Hoffnung, die oft hinter schweren Erfahrungen verborgen war, diese Hoffnung einfach einmalig aus. Und wieder eine andere Art, eine ganz populäre sich auszudrücken, ist eben die Musik. Viele Menschen hören Musik, aber viele Menschen singen auch in Chören, aber auch an anderen Orten als in Chören wird gesungen, denken wir an die Stadien, wo lauthals gesungen wird, oder denken wir hier im Rheinland auch an die wunderbaren kölschen Lieder, die eben die Empfindungen der Menschen hier wunderbar ausdrücken. Es sind ja nicht nur Stimmungslieder, es sind auch Lieder, die die Grenzen des Lebens oder die Sehnsucht des Lebens eben in eine Musik vorbringen. Und für uns als Kirche ist es ganz elementar, dass wir singen. Singen und Kirche, singen und Glauben, das gehört unmittelbar zusammen. Das gehört sozusagen auch zur DNA unseres evangelischen Glaubens. Wenn wir denken, dass Martin Luther das Kirchenlied ja ganz neu entdeckt hat, er hat selber Lieder gedichtet und komponiert, er hat das Liedgut entdeckt als eine Art, eben auch Menschen etwas weiterzugeben, im Rahmen der Erziehung das weiterzugeben und eben auch um Inhalte zu transportieren. Und in seiner Folge denken wir etwa an den großen Liederdichter Paul Gerhardt und an einen Freund, der eben seine gedichteten Lieder komponiert hat. Das ist einfach unübertroffen, noch nach einigen hundert Jahren, was er eben an Liedern geschaffen hat. Aber auch wenn wir weiter zurückgehen in das Alte Testament, in die Bibel, dann entdecken wir in der Mitte der Bibel ein Buch, das voll von Liedern ist. Das Buch der Psalmen. Psalmen bedeutet zunächst auch Gesang. Das, was da an Gefühlen ausgedrückt wird, ist ursprünglich gesungen worden. Das eine Lied, das wir heute auch hier in den digitalen Gottesdienst zum Klingen bringen, das Halleluja, ist eben eine Vertonung des Psalms 150. Und den Text, den wir gehört haben, das ist eben ein Abschnitt aus der Offenbarung des Johannes, aus einer Zeit, wo es den Menschen sehr, sehr schlecht ging, wo sie sich klein vorkamen, erdrückt waren gegenüber der Großmacht und Stärke des Kaisers und des Römischen Reiches, wo auch Christen verfolgt wurden. Da war eben die Vision von dem neuen Himmel, der neuen Erde, ausgedrückt in der Form von Menschen, die eben das Lied der Überwinder singen. Das ist das Lied des Mose, das Lied von Jesus, dem Lamm Gottes. Und dieses Lied drückt eben aus, dass dieser Gott der Liebe siegt und nicht die Brutalität menschlicher Herrscher. Lieder, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, können eben alles ausdrücken. Schlimmes und Gutes, Trauer und Trost und auch vor allem Vertrauen und Jubel. Davon hören wir ja auch etwas, wenn wir die Lieder
von diesem digitalen Gottesdienst hören. Und es ist nicht nur so, dass der Text eben mit den Liedern etwas ausdrückt, sondern indem wir singen, indem wir unseren Atem benutzen, spüren wir auch zugleich etwas von der Lebendigkeit des Geistes Gottes, denn Atem und Geist Gottes ist ja dasselbe Wort, derselbe Ursprung. Können wir etwas von der Lebendigkeit unserer Seele, von unserer Geschöpflichkeit zum Ausdruck bringen? Ja, so gehört Musik, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, unmittelbar zu uns als Christen. Wir können so das Gute und das Schwierige und vor allem unsere Hoffnung ausdrücken. Ja, in allem, was wir als Christen singen, da schwingt die Hoffnung mit, dass da einer ist, der uns begleitet und der uns an die Hand nimmt, wenn es schwierig wird, und der uns in Freude und Leid eben als Begleiter zur Seite gestellt ist. Wenn ich nochmal auf Paul Gerhardt eingehen darf, er hat gedichtet in einer ganz schweren Zeit, das war die Zeit des 40-jährigen Krieges, und da hat er Lieder gedichtet, voll von Hoffnung und Vertrauen. Ich darf Sie einladen, euch einladen, das Singen in diesen Tagen neu zu entdecken, alte Lieder herauszuholen oder in ein neues Lied mit einzustimmen. Amen. Wir danken dir, Gott, für die Musik. Sie macht uns froh und hilft uns, dich zu loben. Doch es fällt uns nicht immer leicht, ein frohes und dankbares Lied zu singen. Wir denken heute an die Menschen, denen nicht nach Singen zumute ist, denen Leid und Sorgen die Kehle zuschnüren. Wir bitten für die Mutlosen, dass sie nicht aufgeben, für die Einsamen, dass sie die Nähe eines lieben Menschen spüren, für die Kranken, dass sie Trost und Zuspruch finden, für die Trauernden, dass sie loslassen können und wieder einen Sinn in ihrem Leben sehen, für die Verzweifelten, dass sie neue Hoffnung schöpfen, für die Verfolgten, dass wir sie in Schutz nehmen und ihnen Zuflucht gewähren, für die Menschen, die in Hunger und Armut leben, dass unsere Gleichgültigkeit sie nicht tötet. Wir bitten für uns alle, Gott, dass wir unseren Beitrag dazu leisten, damit Menschen mit ihrem ganzen Leben in das frohe Lied des Glaubens und der Hoffnung einstimmen können, um dich zu loben. Darum bitten wir dich durch Christus, unseren Herrn. Amen. Thank you.
bewegt. Unser ganzes Leben dürfen wir gemeinsam in das Gebet legen, das Jesus uns geschenkt hat. Vater, unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. So geht hin im Frieden des Herrn. Gott, der Herr, segne dich und behüte dich. Er lasse leuchten sein freundliches Angesicht über dir und sei dir gnädig. Erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir seinen Frieden. Amen.